Hallo, servus, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute am Anfang jetzt kurz aus meinem Gewächshaus. Und zwar geht es heute vielleicht um Karnivoren. Warum vielleicht? Es geht um die Ibicella lutea, die gelbe Einhornpflanze oder auch ganz einfach die Teufelskralle genannt. Warum vielleicht um Karnivoren? Diese Pflanze wird bis jetzt noch als Präkarnivor eingestuft. Das bedeutet, sie fängt zwar Insekten, aber es ist noch nicht wirklich erwiesen, ob sie die Insekten auch verwerten kann. Und ich habe letztes Jahr ein paar Pflanzen bekommen. Eine davon hat auch eine Samenkapsel ausgebildet. Und ich habe da einen ganz guten Tipp bekommen, wie man diese Pflanzen aussehen kann. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, weiter geht's jetzt hier mit der Samenkapsel. So sieht sie nochmal im Detail aus. Teufelskralle wegen diesen krallenähnlichen Enden an der Samenkapsel. Und jetzt schauen wir doch mal hinein, wie es da drin aussieht. Ich breche sie mal hier in der Mitte auseinander. Oh, geht ganz schön schwer. Ist extrem hart, diese Kapsel. Aha. Jawohl, und hier kommen auch schon die Kerne heraus. Wow, sind doch ganz schön viele. Also die Samenkapsel ist extrem hart. Furchtbar schwer zu zerlegen. Ich glaube fast, ich muss mir doch ein Werkzeug dafür holen. So, ich versuche es jetzt mal mit dieser Zange hier. Ja, das klappt schon besser. So, geschafft. Es ist doch ganz schön anstrengend, diese Samenkapseln zu zerlegen. Aber es sind wirklich sage und schreibe fast 50 Samen dabei rausgekommen. Diese kleinen, etwa Sonnenblumenkerne, großen schwarzen Kerne hier. Wenn wir das Zerlegen geschafft haben, kommt der nächste Schritt. Und zwar erst einmal die Samen für 24 Stunden lang in warmem Wasser einweichen. So, alle Kerne sind jetzt im warmen Wasser, da bleiben sie jetzt für 24 Stunden. Ihr müsst natürlich das Wasser nicht warm halten über 24 Stunden. Es reicht, wenn es am Anfang schön warm ist, danach bei Zimmertemperatur stehen lassen, dann ist das kein Problem. Warum machen wir das? Wir möchten die Schale der Kerne aufweichen, weil wir diese als nächstes entfernen müssen. Das aber wie gesagt morgen. So, ein Tag ist vorbei. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wie es unseren Kernen geht. Sie sind ziemlich alle auf den Grund hinabgesunken. Anscheinend haben sie sich alle voll Wasser gesaugt. Was wir jetzt brauchen, ist eine kleine feine Nadel. Eine Nähnadel oder eine Stecknadel. Hauptsache schön spitzig und nicht zu groß. Und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht.
Wir fischen uns jetzt einfach mal ein paar Kerne heraus. So, kurz abtrocknen etwas. So, ich habe jetzt hier mal 5 Kerne herausgefischt. Jetzt machen wir Folgendes. Ich nehme mir einen Kern, suche mir, was vielleicht die Spitze sozusagen sein könnte, drücke ihn von den beiden Längsseiten etwas zusammen, dann sollte er an einer Spitze aufplatzen. Hier setze ich jetzt vorsichtig mit der Nadel an und versuche, den Kern auseinanderzuziehen. So, wenn ich schon mal ein Stück geschafft habe, kann ich auch mit dem Fingernagel weitermachen. Und zum Vorschein kommt in der Mitte ein kleiner, strahlend weißer Kern. Er ist auch noch mit einer ganz dünnen Haut überzogen. Die nehme ich auch noch mit ab und pulle diesen Kern hier heraus. So. So sieht das Ganze aus. Ein kleiner weißer Samenkern. Und das mache ich jetzt auch mal mit den übrigen. Okay, ich habe jetzt ein paar Kerne ausgepackt sozusagen. Das ging eigentlich gar nicht so schwierig. Jetzt habe ich hier ein Mini-Gewächshaus mit 12 Einheiten. Und jetzt kommt das Besondere. Die Ebicella lutea braucht nämlich keinen Torf und kein Karnivorensubstrat, sondern ganz normale Blumen- oder Aussaaterde. Die kann man auch wunderbar ins Gemüsebeet mit einpflanzen. Die hält einem da die Schädlinge wunderbar fern. Ich nehme jetzt die Kerne und drücke sie einfach nur ganz leicht hier ein in die Erde, ungefähr einen halben Zentimeter oder Zentimeter, leicht andrücken und das war's auch schon. Wenn alle Kerne dann eingepflanzt sind, werde ich das Ganze noch ein bisschen besprühen, dass es auch schön feucht bleibt. Immer ein bisschen Wasser im Untersetzer lassen, dass die Feuchtigkeit nicht ausgeht. Dann kommt noch der Deckel drauf. So stelle ich das Ganze jetzt bei mir auf die Fensterbank, wo es auch schön Licht hat. Und dann werden wir sehen in ein paar Wochen, was passiert. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden. Wir werden sehen, wie gut die Keimrate ist. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Liken und abonnieren natürlich nicht vergessen. Und bis zum nächsten Video. Servus!